Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Man könnte auch sagen, Entschuldigung, der stand gerade hier so schön rum. Genau. So, wir haben immer noch die Kältewelle. Das heißt, die sollen hier drin so weit wie möglich bleiben. Wo schläft Stanley? Bei minus 5 Grad, ja. Ich meine, kann man machen, muss man nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, für alle, die heute einschalten, also wenn das Video online kommt, frohe Ostern. Genau, frohe Ostern an alle und wer es nachträglich schaut, nachträglich vor Ostern. Ja. Genau, derzeit ist es ja hier so, dass wir dank der Kältewelle nicht viel machen können. Und auch nicht viel machen sollten, sagen wir es mal so. Auch wenn mich das ein bisschen triggert hier. Und ja, das Abreißen, das geht alles. Das sind ja plus minus 10 Grad. Oder um das sozusagen, Kältewelle ist vorüber, wunderschön. So, hier haben wir natürlich noch das Problem. Na, also unser Ziel ist ja hier eine Burg zu bauen. Und dazu müssten wir mal noch einiges vorbereiten. Unter anderem hier den Kalkstein rausholen. Was macht die denn Schönes da? Ketten, das ist doch gut. Damit hätte Clement dann auch, ja, wieder einen Helm. So dass wir im Endeffekt jeden wieder eingekleidet hätten. Wenn ich jetzt sagen würde, alles bist du gut. Ja. 1, 2, 3, 4. Gut, diese vier Kleidungen, das kriegt man auch hin. Ach, gerade ja, du bewegst dich auch mal. Also von den Ausstattung, ja. Wir haben gut, wir haben ja schwach. Genau, hier war das. Wir haben ja eins, was ja ein Nähtisch, der grundsätzlich vorrangig für das Auseinandernehmen von Kleidung genommen wird. Und ja, an dem anderen wird Kleidung hergestellt. Hier haben wir auch alles eingestellt. Nur 4 üppige Mahlzeiten, weil Kräuter fehlen. Das Problem ist, ich möchte jetzt keine Karawane mehr losschicken.
Na, ich glaube, das ist ein Stück zu spät. Also am Tage, nicht, dass die dann loslaufen und ja, haben dann ein Problem. Wie sieht das jetzt aus? Haben die alle ordentliche Winterkleidung? Geht. Ja, also da kann man so nicht meckern so. Ja, ich weiß, es ist kalt. Genau, also es ist kalt und ja, wir sollten trotzdem schon erstmal wirklich die Vorbereitung zu Ende treffen. Oh, das ist aber schön. Bedeutet hier Platz schaffen, das hier noch zumachen. Das können wir eigentlich auch mit Kalkstein füllen. Brauchen wir das Gerstefeld noch und das? Auf jeden Fall die Eiche nicht mehr und die auch nicht. Also wenn man die Wölfe so hört, klingt interessant. Wo wir dran denken müssen. Also, ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, schreibt später bitte in die Kommentare. Da unsere Felder jetzt hier sind, macht es keinen Sinn, wenn die Bauern hier oben sind. Das heißt, wir müssen dann irgendwo hier in die Gegend die Bauern ansiedeln. Oder auch hier unten, das ist ja nicht so schlimm. Übrigens, Gürig wird 45, ne? Ich betone es noch einmal. Svetje ist nicht alt. Knackig jetzt 62. Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ist, dass dann die Siedler dann auch mal vom Alter her sterben. Was macht der hier? Bin ich mir nicht sicher. Mögest du mal bitte in dein Bett gehen, Stanley? Denn bisschen Komfort und im Bett schlafen hat noch niemandem geschadet. Ich meine, das ist ja auch nicht weit. Kann es sein, dass schon wieder Stanley, wo ist dein Bett? Ach, schau mal. Zack, schon geht er ins Bett. Also ja, die leiden noch unter Kälte, ja. Trotz ausgezeichneter Winterkleidung.
Wortfindungsschwierigkeiten. Haben Sie dieses auch manchmal? Kommen Sie noch heute zu uns. Tun wir helfen. Oh Gott. Ich sag jetzt mal gar nichts dazu, ne? Und lassen das einfach so. So, und wer räumt jetzt das hier weg? Die transportieren. Kann noch jemand von euch transportieren? Wäre ja auch viel zu einfach. So, Apfelkuchen. Ich weiß nicht, wir haben genug. Entschuldigung. Mahlzeiten. Danke, Bell, dass du das wegräumst. Es muss halt auch erst einmal die Bell kommen, um das dann wegzuräumen. Oder Reto, der Hund. Ihr habt ja geschrieben, und zwar einfach ein 2x5 Raum machen, hier zur Küche, und so habe ich die Möglichkeit, dann noch mehr Öfen und so weiter hinzustellen. Ich denke, wir übertreiben das mal nicht, wenn wir sagen, 6 breit. Eins, zwei, drei, genau. Und zur Sicherheit 7 breit. Die Tür lassen wir offen. Ja, damit das Ganze als Küche zählt. Margarete, mach mal weiter. Denn hier drüben sollte dann auch noch ein Holzstapel sein. Ganz ehrlich, ich habe doch gesagt, wir haben genug Nahrungsmittel, ne? Hier ist alles leer. Jetzt haben sie hier alles reingepackt. Viel schöner wäre es ja, wenn das voll wäre, das und ganz rechts das. Das wäre natürlich richtig hübsch. So, das dann noch weg. Und da baue ich auf jeden Fall eine Tür rein. Ist ganz einfach, damit die direkt von hier rüber können und nicht erst da lang laufen müssen. Raum erstellt, Küche. Hä? Ja, ist ein bisschen groß, hä? Abrikam, was hattet ihr schon wieder für ein Problem? Abrikam echauffierte sich über Pilgerfahrten. Ja gut, wer nicht will, ne? Ich habe noch keine gemacht, aber solche Leute geben, denen gefällt das. Zack, noch ein bisschen Tauschhandel. Wenn die schon mal hier sind, also Alfred, dann wollen wir mit denen auch tauschen. Basisforschungstisch.
Junge, das ist ein bisschen spät. Nee, das nicht. Wie viel muss ich dafür bezahlen? 500, na gut. Esel, Esel, Esel. Das Gemälde könnt ihr schon mal verkaufen. Und eigentlich suche ich nach was ganz anderem, genau. Diesem da. Ein paar Kräuter sind immer gut. Kuhkadaver ist vielleicht ein bisschen schwer. Weil ich das hier gerade sehe. Das habt ihr auch geschrieben und ja, die Idee ist grundsätzlich sehr gut. Die werden wir auch entweder nach oder während des Schlosses nutzen. Winterkleidung, die können wir verkaufen. Und den Rest füllen wir wieder ganz schnell mal mit. Da. Bienenwachs auf. Genau, ein bisschen Heilpakete, ein bisschen Kräuter und das waren die Philosophen. Oh, das sieht doch gut aus. Und dieser doofe Winter ist aber noch nicht vorbei. Mäh. Am Ende geht es nur darum, jetzt schnellstmöglich den Winter loszuwerden. Das würde mich übrigens mal interessieren. Ressourcen. Kadaver interessieren mich nicht. Oder ist das hier mit bei? Material? Nö, oh Gott. Gut, Wollstoff haben wir genügend. Ich dachte jetzt schon, okay, wir hätten vielleicht irgendwo ein Problem. Warum friert Ospold? Das Fetz, das könnte ich sein. Schwelgte in Erinnerung über das, was es zum Abendessen gab. Nudeln? Oh. Ich mache das jetzt mal so wie andere. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was es bei euch gestern zum Abendessen gab. Bei mir gab es Nudeln. Genau das. So. Genau. Und mit diesen wunderbaren Worten möchte ich mich auch für heute verabschieden. Also gleich. Das bauen wir hier nach Kalksteinband rein.
möchte ich mich verabschieden und ja, hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen zu den letzten Tagen im Winter, wo es dann wirklich auch schon darum geht, vorzubereiten für den Frühling, für die Burg, für das Schloss. Ciao, ciao.